Ja, hallo, letzte Mongolenfolge, Kapitel 6, eine zweite Eroberung. Das Imperium des Khan ist groß und weit, doch nicht alle seine Eroberungen laufen reibungslos ab. Also, als ihre Hauptstadt fiel, gab es nicht mehr, was den Ansturm der Mongolen noch aufhalten konnte. Die Anführer der Jin hatten sich zurückgezogen und sie verloren immer mehr an Boden. Am Ende hatte der Eroberungszug der Mongolen die Dynastie komplett ausgelaugt. Genghis Khan hatte südlich der chinesischen Mauer ein gewaltiges Territorium erobert. Doch seine Vorstöße in den Westen waren problematisch. Obwohl das Tangu-Imperium dem Khan treu geschworen hatte, weigerte es sich, bei den Schlachtzügen der Mongolen zu helfen. Doch für den großen Khan sind Treue und Gehorsamkeit wichtiger als alles andere. Deswegen marschieren seine Armeen erneut gen Westen. Okay. Verteidigen. Verteidigt euch gegen die Invasion des Eindringlings, schwächt den Einfluss der Kandu in der Region durch die Gefangennahme von Kriegsherren, stürmt die Burg und löscht die westlichen Xia aus, schützt den Fürsten um jeden Preis. Klingt wie eine normale Kampagne. Hatten wir jetzt schon. Aber keine normale Kampagne. Verwendet Schießpulverfallen, um die Grenzen eurer Burg zu schützen. Verwendet kaiserliche Kavallerie, um anrollende Belagerungsmaschinen zu flankieren. Versucht so schnell wie möglich, euren nächsten Kriegsherrn zu erobern und beschützt den Kriegsherrn mit militärischen Einheiten, um zu verhindern, dass sie durch diplomatische Mittel verlieren. Der Schweinekriegsherr hat eine strategisch starke Stellung bezogen und wird euch auf jeden Fall sehr nützlich. Okay. Der Tigerkriegsherr sind sehr wichtig für die letzte Belagerung. Ja, okay. Mal schauen, wo wir uns wiederfinden. Erstmal normal, bisschen Wirtschaft und so, denke ich. Wir sollen Rüstungen und so auch herstellen, um diese Kavallerie zu bauen. Ja, wird erstmal normales. Alles. Ist ein Eine Nachricht Schweinfleisch von da. Genghis Khan. Dieses Keine Gnade denen, die mich verraten. Zerstört diese Burg und verschont niemanden. Noch eine Person benötigt. Die Stimmung in diesem Land ist sehr schnell gegen uns umgeschlagen, Eure Hoheit. Genghis Khan wird nicht zögern, Ihnen eine Lektion zu erteilen. So. Leute spawnen hier. Dieses Gebäude hat keine Arbeiter, Und Schmied, Hoheit. Freimacher, wir haben fast schon alles. Irgendwie. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Und bauen direkt eine Botschaft. Englisch. Straße. Sie bereiten bereits einen Gegenangriff auf uns vor. Alle Kriegsherren schließen sich an, Hoheit. Wir benötigen eine solide Verteidigung, um sie aufzuhalten. Wir werden angegriffen. Eine Nachricht von Genghis Khan. Die Tanguten setzen mächtige Maschinen zu ihrer Verteidigung ein. Zeigen wir ihnen, dass auch wir wissen, wie man Kanonenkugeln abfeuert. Wassertopf. Wir haben die Kanonenkugeln. Jo, hört ihr die? So. Linju. Qibing ren ni diao qian. Chufa, zun ming, xiang zhe rong yao mai jin. Sui shi zhun bei xing dong. Kuai shang cheng qiang. So, müssen hier rumlaufen. Mörser warten auf euren Befehl. Los, Bewegung, Mörser! So. Zhangguan, Jianshi daifa. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit.
So, ein bisschen mal was ausbauen hier. Sehr schön verteidigt, Hoheit. Aber wenn wir die Kriegsherren rund um die Burg nicht wieder für uns einnehmen, werden sie es immer wieder versuchen. Norsa ist bereit. Oh Gott. Gibt es heute etwas zu arbeiten, Hoheit? Wir haben unsere Eisenminen kaputt gemacht. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. So, ja, Diplomatie. Wollen wir mal über rein, damit hier ein bisschen mehr Abwehr ist. Der Seite. Hundertstein. Auf den Turm. Mörser warten auf euren Befehl. Okay. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Okay, ein bisschen Geld haben wir mal eingenommen. Und auf jeden Fall noch ein Stall. Aber, ja, kommt noch. Kein Platz im Vorratslager, eurer Hoheit. Was? Braucht Eisen. Haben wir halt gerade nicht, Leute. Kann ich auch nichts machen. So, den haben wir gleich. Sollten wir auch gut verteidigen. Es wird ein bisschen längeres Spiel diesmal wieder. Gibt es heute etwas zu arbeiten, Hoheit? Und auf jeden Fall noch ein bisschen längeres Spiel. Das ist doch schön. Wir haben kein Holz. Wir haben da ein bisschen. Aber dafür müssen wir erstmal ihn hier reinnehmen. Können wir eigentlich Tee produzieren? Tee machen, ja, keine Kleidung. Ich bin schon sehr lange hier, Hoheit. Benötigt ihr meine Talente in Kürze? Komfort ist sehr gut aktuell. Warten erst nochmal auf mehr Diplomatie. Gibt es heute etwas zu arbeiten, Hoheit? Noch mehr Gold, um dann mehr Diplomatie zu haben. Straße, die Gebäude mit Bergfrucht beinhalten und Tempel plus 3 Geist. Markt. Ein Tempel? Wir haben gar keinen Tempel. Nee, gar keinen Tempel. Aber wir haben plus 33% mehr Diplomatie. Ordentlich. So. Ich muss gestehen, ich wünschte, meine Höhle wäre nicht so feucht. Mir schmerzen ständig die Knie. So, Gehorsamkeit anfordern.
kein Platz im Vorratslager, Eure Hoheit. Kümmert euch um die Verteidigung, Exzellenz. Ein weiterer Angriff steht bevor. Eine Nachricht von Genghis Khan. Die Pferde sind unruhig. Ich werde nicht zulassen, dass sich die Tanguten mir noch länger widersetzen. Aber der Angriff, Angriffsgröße ist sehr ähnlich. Ein sehr interessantes Angebot. Heißt, wie einfach tankt. Wir werden angegriffen. Okay. Sieht doch einigermaßen gut aus. Bingju. So, du. Was kannst du? Gib mir mal bitte Holz. Eure Waren wurden verschickt. Und wir bauen Holz. Wir haben gar kein Holz mehr. Na gut. Aber gleich wieder. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Bereit zum Vernichten. Schwere Belagerung ist unterwegs. Warten auf euren Befehl. Wir sind gut. Wohin wollen wir? Lingzhu. Okay. Nur noch keinen Bogen mehr. Achso, wir haben natürlich jetzt auch erst wieder Holz angefordert. So. Das ist das Schwein bestimmt hier in der Mitte, oder? Ja, strategische Position in der Mitte, definitiv. Hi, wir gehen nach. Lingzhu, diese Pantu müssen sterben. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Das haben wir. Jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Holz rein. So, Leute. Langsam. Alle mal machen. Mach hier erstmal zu. Zack. Oh, zu. Nächstes hole ich uns noch wieder Eisen. Eure Waren wurden verschickt. Ich glaube, oh ja, dicke genug. Gucken, ist das an der Straße? Mehr Diplomatiepunkte. Noch so ein Belagerungscamp. Feuerochsen, wir haben fast alles. Raketenwerfer, Pfeilemacher. Wir haben keine Trieböcke, glaube ich. Der Kranich. Vorteil Wohnqualität erhöht. Gefangennahme einfach. Diplomatiegefangennahme sehr schwer. Das Kraniche. Tiger. Schweine in der Mitte zu halten, ist wahrscheinlich relativ schwierig. Müssten wir militärisch einnehmen hier, den hier. Denke ich mal. Der Diplomatie jetzt wahrscheinlich.
Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Weißt du, wenn nicht genug? Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Okay, brauchen wir noch ein Haus? Müssen wir mal wieder neue Sachen bauen? Hallo? Mal so. Der Khan hat uns Verstärkung geschickt, Hoheit. Was? Khan hat uns Verstärkung geschickt. Wo? Oh. Cool. Ich jetzt nicht gebraucht, aber trotzdem sehr nett von ihm. Sehr netter Kram. Feuerpfeile. Das bauen wir uns als nächstes. Vorlaut verbessern. Gib uns Eisen. Nächstes. Oh, eure Waren wurden verschickt. Kann der Kran nicht nochmal? Diplomatie und Gold, stimmt's. Und die Wohnqualität erhöht das Eigen. Auch echt nicht schlimm. Feuer. So. Weniger. Vorhaus. Okay. Haben wir eigentlich Salpeter und Schwarzpulver, die machen das darauf. Okay. Vielen Dank, dass ihr uns jetzt sogar Fleisch anbietet, eure Hoheit. Wir haben von allem nicht genug. Wir haben auch nicht genug Holz. In der nächsten Lieferung brauchen wir nochmal Holz von ihm. Konsulat. Ah, mehr Diplomatie. Vor allen Dingen, wenn wir hier, dann können wir auch doppelt starke Angriffe ausüben. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Schweinezucht. Oh, das ist aber auch schlecht gebaut hier. Nirgendswo Platz. So. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ja, Leute auf die Türme. Bereit zum Vernichten. Ach, ich glaube, das ist eine das ist die Mission gesündeste hier? Essensauswahl im ganzen Königreich. Dauert nur Exzellenz. Bis man das alles so laufen hat. Hier die ganze Wirtschaft, wie man sie haben möchte. Stall baue ich mir noch als nächstes. Holz zusammen haben. Eure Waren wurden verschickt. Ich weiß, dass es einfach teuer ist, den so zu holen, aber wir werden es drauf. Oh, noch nicht genug. Dann erst noch. Hast du noch ein. Noch eine. Wollte ich hier hinten reinbauen? Jetzt fällt mir nur auf, dass da das Haus ist. Wahrscheinlich. Na gut. Schön, dass entweder an keinem. Oh Gott. Hi, wir sind hier. Liebe Kutschi, Jungs, Jungs, Jungs.
angegriffen. Hallo. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. So, macht ihr doch mal Platz hier. Der Feind hat die Burgquelle durchbrochen. Oh Gott. Eieiei, da haben wir schlecht verteidigt. Darf ich mal so sagen. Haben wir schlecht gemacht. Aber wir werden das überleben. Weil. Ja, kann. Was ist die Zungchen der Zieschau? Woman Drunk hat Langhau. Wingbein. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Zungguan. Jensche Daifa. Gong Jensche Jusü. Wie sieht's hier aus? Die Feuerpfeile warten auf Arbeit. Oh Gott, ich schick mir auch schon vor lange nichts mehr hier. Oh, wahrscheinlich will da vorne einen fetteren Turm bauen. Vielleicht mal ein Loch rein. Die Leute dann dadurch. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Reis. Da brauchen wir mehr Gemüse. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Soldaten da. Leute. So, warum machen wir jetzt einmal hier dicht? Dann wollen wir da vorne einen dicken Turm haben. Joho! So, Gehorsam anfordern.
Bauern werden benötigt, Hoheit. Shi, Zhangguan. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Ob es denn da ist, haben wir da schon längst den Gehorsam. So, das sollte auch reichen mit den Leuten dann. Ein sehr interessantes Angebot. Danke. Okay. Ihr Diplomaten. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Du, schick mir noch mehr Stein. Eure Waren wurden verschickt. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. So. Wie sieht das mit aus mit dem Turm hier? Hier ist nochmal zwei Kraniche. Der Ecke habe ich noch gar nicht. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Den werde ich vielleicht mir mal militärisch holen. Ich glaube, den militärisch zu holen macht Sinn, insofern, dass wir dann, dass wir den dann besser kontrollieren können. Weil den können wir sowieso nicht gut verteidigen dahin. Deswegen holen wir uns hier einfach militärisch. Was sollen wir als nächstes zerstören? Ich denke mal hier so ein bisschen. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Wohin reiten wir? Bauen Feuerlanze. Einige sagen, eure Steuern seien fair. Blödmänner. Okay. Von denen werde ich auch ein paar bauen. Und einigermaßen stark, der da hinten. Wenn nicht, wenn man es jetzt noch anlegt, dann nicht, aber. Schicken wir mal was. Um diese Steuern zu bezahlen, müssen mehr Mitglieder meiner Familie arbeiten. Oh. Hier. Versuch ich mal was arbeiten für mich hier. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Oh. Tee könnte ich noch bauen. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Ich könnte noch Tee anfangen zu produzieren. Nee, der Eingang. Kein Eingang? Ermöglicht eure Bevölkerung mit Tee zu versorgen und eure Beliebtheit zu erhöhen. Das braucht man, braucht nur ein Teehaus. Ah, okay, cool. Das wusste ich. Haben wir immer nur noch eine Bevölkerung? Ich glaube, wir können jedes Mal nur einen holen. Ja. Eure Waren wurden verschickt. Das automatisch schlafen. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. So,
So, mal schauen, wie viel Tee wir jetzt tatsächlich produzieren. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Bauern werden benötigt, Hoheit. Boah, das wird jetzt anstrengend, jedes Mal einen bauen zu können. Da sind wir ein bisschen unterwegs. Bauern werden benötigt, Hoheit. So, Leute, während ich hier noch ein bisschen baue, wir sehen uns in der zweiten Folge wieder, würde ich sagen. Rekruten werden benötigt. Dann habe ich bestimmt auch mein Gold ausgegeben. Ciao.